herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben ein neues Showcase für euch und diesmal geht es um Großkampfschiffe, denn mit der RSI Polaris ist jetzt die Korvette dazugekommen. Das heißt, die Reihe der Großkampfschiffe, die von Spielern auch besitzbar sind, hat sich erweitert. Wir haben jetzt eine Korvette, wir haben eine Fregatte und wir haben einen Zerstörer zur Auswahl. Und es geht bei uns tatsächlich um die Rollen, die die einnehmen. Wir versuchen so ein bisschen Missionsprofile zu erstellen, die zu vergleichen. Also um die genauen Specs zum Beispiel kümmern wir uns jetzt nicht so. Das heißt Waffengröße, Waffenlänge, Kaliberstärke, alles das lassen wir raus. Wir kümmern uns wirklich um die Rolle der Schiffe. Vorweg gesagt, natürlich sind das alles Militärschiffe oder Schiffe für Milizen. Das heißt für Handel, Transport, würde ich sie nicht nutzen. Außerdem sehr, sehr wichtig, sie werden alle als Multicrew-Schiffe der Superlative gehandelt. Wir können auch davon ausgehen, dass die alle bestimmt eine Minimalcrew aufweisen werden. Ja, mit Sicherheit. Dafür sind die Schiffe gemacht und darum gehen wir jetzt auch direkt und schauen uns das kleinste Großkampfschiff an, nämlich die RSI Polaris Korvette. 155 Meter lang, etwa 220 Tonnen bringt das Schmuckstück auf die Waage. Sie ist leicht gepanzert, dazu aber sehr, sehr beweglich und vor allem eben doch, was die Bewaffnung angeht, äußerst schwer bestückt. Also zumindest auch für ein Schiff in dieser Größe. Und gerade gegen Jäger soll sich diese Bewaffnung sehr, sehr gut eignen, wobei die Leute gesagt haben, bei CIG, dass sie sich auch gegen Bomber in Acht nehmen muss und insbesondere gegen Gladiator könnte es gefährlich werden, denn ihre Komponenten sind nicht im Großdampfmaßstab, zumindest nicht alle soweit. Ja, der Schildgenerator ist eher eine Nummer kleiner ausgefallen, weil da ist einfach nicht genug Platz an Bord. Dieses Schiff ist wirklich so im UEE-Navy-Bereich, ist dieses Schiff gedacht als Vorhut, als quasi erste Verteidigungslinie, als Führungsschiff für kleinere Gruppen. Ja. Wir kommen jetzt nochmal zu der Ausstattung. Wir haben hier das volle Spektrum schon dabei. Wir haben wahrscheinlich, so sieht es zumindest in der Broschüre aus, zwei Decks, die wir finden können. Dann haben wir noch ein Zwischendeck wahrscheinlich, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir haben eine Brücke mit 5 Stationen. Dann haben wir eine Medical Bay dabei. Dann haben wir eine Messe natürlich, Crewunterkünfte. Wir haben 2 Kabinen für 2 Offiziere. Und dann haben wir noch einen kleinen Hangar, der für einen leichten Jäger oder einen leichten Bomber gedacht ist. Arrestzellen, eine Waffenkammer und ein bisschen Frachtraum. Ja, also das Schiff an sich soll natürlich nicht modular sein. Das ist noch ein ganz wichtiger Fakt. Gerade bei den größeren Schwesternschiffen wird das anders sein. Hier kommt die sozusagen vorausgestattet und mit einer Crew von immerhin bis zu 24 Mann. Dabei steht zumindest in der Broschüre, 13 Leute sollte man auf jeden Fall einplanen. Alleine 7 Crewstationen einzelne haben wir, plus Geschütztürme und ähnliches. Aber bis zu 24 Mann kann man mitbringen. Ja, und wie gesagt, der kleine Hangar ist zumindest dafür geeignet, einen kleinen Jäger oder Bomber mitzuführen, den man dann auch an Bord direkt reparieren, auftanken und wieder ins Gefecht schicken kann. Vielleicht noch ganz wichtig gesagt, die Hauptbewaffnung ist ein Torpedodeck oder sind 4 Torpedorohre. Die werden höchstwahrscheinlich die Hauptschlagkraft darstellen und gegen größere Schiffe auch effektiv sein. Vielleicht noch so von den Flugeigenschaften. Wir sind beweglich schnell, wir können auf Planeten landen und wir können große Strukturen wie große Dockingringe, also große Docking-Bays, Raumstationen durchqueren, wo vielleicht eine Fregatte gar nicht mehr reinpasst. Ja, absolut. Und damit kommen wir auch schon zu den Rollen. Also hier ganz klar die Sicherheitspatrouillenrolle, sei es auch für SAR-Einsätze oder Combat Search and Rescue-Einsätze. Natürlich gerade leichte Angriffsmissionen sind drin, die man mit diesem Schiff fliegen kann. Dafür eignet sich insbesondere dann die Frontbewaffnung, ne, für Fast-Attack-Angriffe. Ich denke da sofort so ein bisschen an Torpedoboot oder an Schnellboot, natürlich ein bisschen größer, aber so sehe ich die Rolle. Vorhut in der Picket Line ganz vorne, schnell rein, Hit and Run, wieder raus und das könnte so ein bisschen das wirklich reine militärische Profil sein für eine Mission. Mit dem Laderaum, der dabei ist, der ausreicht, um so ein bisschen Ausrüstung für Bodentruppen, Ersatzteile für Jäger zu transportieren, haben wir vielleicht dann auch sozusagen die Vielseitigkeit des Schiffes repräsentiert. Ich denke, dieses Schiff ist für einen schnellen Einsatz gebaut, um an der vordersten Front zu kämpfen und Missionen durch ein bisschen Ausrüstung und durch die Vielseitigkeit des kleinen Jägers zu unterstützen. Genau, so sehe ich das auch zusammen. Eben noch für kleinere bis mittelgroße Orgas ist es halt perfekt, um auch noch wirklich als zentrales Schiff in der Flotte zu fungieren. Weiter und etwas größer gehen wir dann ran, wenn wir zur Aegis Dynamics Idris kommen, und zwar in ihrer M- und in ihrer P-Variante. Hier haben wir dann nämlich wirklich eine voll ausgewachsene Fregatte am Start. Ja, die Fregattenklasse. Ganz berühmt auch natürlich die UEE Stanton aus Squadron 42, wo wir unser Abenteuer starten werden. Diese Fregatte kommt in 2 Ausführungen. Einmal die Militarized-Version
und einmal die Peacekeeper-Version. 240 Meter lang wird das Schiff sein, 1600 Tonnen zum jetzigen Zeitpunkt schwer, also deutlich über der Korvette. Da sehen wir schon eine ganz andere Ausrichtung. Crew ist nicht ganz so einfach zu beziffern. Letzte Angabe von Ben Lesnick war 37 in der zivilen Version. Für die Orgas, für Orgas oder für Spieler wäre so eine Hausnummer. Ich schätze jetzt mal Minimalcrew 15, 18. Mindestens, ja. Mindestens so. Und dann gibt es noch einen ganz spannenden Fakt. So, bei Spoiler 42 werden sogar 72 Mann an Bord arbeiten. Ja, wobei da müsst ihr wirklich bedenken, hier handelt es sich um alle NPCs, die ihr dort in dieser Singleplayer-Kampagne antreffen könnt. Das heißt, nicht nur die Besatzungsmitglieder, die man sonst auch so dabei hätte, sondern auch alle Köche und auch die Klofrau wird damit reingezählt. Also das ist alles, darum werdet ihr als Orga wahrscheinlich nicht auf 72 Mann Besatzung kommen und die dafür brauchen. Aber für Squadron 42 wird es auf jeden Fall ein sehr volles Schiff sein. Grundsätzlich ist sie weniger gepanzert als jetzt ein richtiges Warship, als ein Ship of the Line, ein Linienschiff oder ein Schlachtschiff und tatsächlich auch weniger in diese Frontalrichtung ausgestattet. Aber sie hat einen Hangar. Ja, und zwar ist er damit wirklich, ist dieses Schiff damit so, kann man sagen, das einzige verfügbare kleine Trägerschiff im Spiel. Und das wird nachher, wenn wir ja doch mal über die Rolle reden, eine große, große Rolle spielen. Mhm. Weil sonst nicht vorhanden. Ja. Wir gehen jetzt aber noch mal ganz kurz auf das Spektrum an Ausstattung, was dabei ist. Sie wird in erster Linie auch modular sein. Man wird Sachen tauschen können, was man bei der Javelin auch kann. Wahrscheinlich, weil beide Schiffe vom gleichen Hersteller sind. Dann ist es so, dass wir schon drei Decks vorfinden, dass wir zwischen den Decks auch noch Wartungstunnel haben. Wir haben eine zweigeteilte Brücke, die im vorderen Bereich sehr, sehr üppig ausfällt mit bis zu 9 Stationen. Ich konnte es nicht genau erkennen. Dahinter haben wir dann auch nochmal einen Brückenbereich mit bis zu 4 Stationen. Die sehen so ein bisschen nach Kommunikation aus. Und wir werden auch ein vollwertiges 3D-Radar haben. Mhm, ja, und das sind natürlich Ausstattungsmerkmale, die dieses Schiff einmal schon zu einer Kommunikationszentrale und CNC, also Command and Control Zentrale, machen. Aber an Bord an sich haben wir auch noch jede Menge Ausstattungsmerkmale, die die Crew nutzen kann. Das heißt, wir haben eine Krankenstation, wir haben eine Messe, wir haben eine Waffenkammer, wir haben das riesige Hangardeck, wie gesagt, was sich durch das ganze Schiff einmal durchzieht. Wir haben einen Briefing Room, wir haben Crew-Unterkünfte und wir haben sogar 2 Offiziersquartiere, die extra dafür gemacht sind, um eben den Captain zum Beispiel und den ersten Offizier zu beherbergen. Ja, dazu kommt dann eben noch eine durchaus ansehnliche Waffenlast, die bei der M-Variante natürlich noch sehr viel härter ausfällt, nämlich einmal durch einen Anti-Ship-Raketen-Launcher, der bei der P nur optional verbaut werden kann. Bei der M ist er dabei. Und Verzeihung, was bei der M auch groß dabei ist, ist die Railgun und die ist im Großkampfschiff-Maßstab. Das wird auch so der Hauptzweck sein von der M-Version, dass man wirklich einen Schlag austeilen kann. Zusätzlich haben alle noch eine ganze Reihe von kleinen Verteidigungstürmen, ich denke mal gegen Jäger oder mittlere Schiffe gedacht. Ja, so ist es. Also die müssen zum Teil besetzt werden, zum Teil sind sie unbemannt, aber sie brauchen auf jeden Fall auch einiges an Crew. Und das letzte Feature, was wir noch auflisten wollen, ist auf jeden Fall das Argo Utility Ship mit seinem kleinen eigenen Hangar. Zumindest sah der in den Konzeptzeichnungen immer noch so aus, dass es extra ist, mit dem man dann wirklich auch nochmal Reparaturmissionen oder SHR-Einsätze fliegen kann. Und damit kommen wir auch schon zur Rolle von der Idris. Natürlich ganz klar, der Haupthangar mit bis zu 4 Jägern mit der Möglichkeit, eine Vanguard Hoplite mitzunehmen, die als Dropship funktioniert, ist diese Trägerunterstützung der große, große Vorteil der Fregatte. Und sie wird da natürlich mit dem Missionsspektrum in der Lage sein, Aufklärungsmissionen zu fliegen, als auch Rettungsmissionen zu fliegen und natürlich auch Feuerunterstützung liefern können für andere Schiffe. Ja, und insgesamt für eure Flotte dann als zentraler Anlaufpunkt, quasi mobiler Flughafen, wenn man so möchte, natürlich ein ganz großes Unterstützungsschiff. Das heißt, wenn ihr andere kleinere Schiffe, also Terrapins, die irgendwo hinfliegen zum Beispiel und irgendwas erkunden sollen oder ähnliches, wieder reparieren, aufmunitionieren und mit Treibstoff ausstatten wollt, ab geht er. Und natürlich eben auch durch die große Antenne hinten drauf und eben die Möglichkeiten, selbst Briefings durchzuführen. Wunderbares CNC-Schiff. Gerade für mittlere bis große Organisationen bestimmt sehr, sehr sinnvoll. Und von da aus gehen wir dann in ein Schiff, was weniger Vielseitigkeit mit sich bringt. Denn hier handelt es sich jetzt um die Aegis Dynamics, die Javelin. Und das ist tatsächlich, it's a warship. Ja, und das soll es auch nur sein. Bei der UE ist es das kleinste vollwertige Kriegsschiff. Das kleinste Ship of the Line, das kleinste Linienschiff.
Deswegen hier auch ganz klar, das ist auch nur dafür gebaut worden. Es wurde ausgeliefert ohne die Militärwaffen, quasi leergerissen, das gerade der ganze Rumpf, weil es ausgemustert... Frechheit, ja. Aber diese Waffen sollten auch nicht den zivilen Markt überschwemmen und man wird die dann nachrüsten müssen, Stück für Stück. Das ganze Ding ist 345 Meter lang, Tonnage fehlt uns leider. Dazu kommt noch 23 Crewmen in der Minimalbesatzung, bis zu 80 möglich. Ja, und dazu kommt dann weiterhin, dass die Javelin eine große Modularität noch besitzen wollen. Das ist auch übrigens ein Grund, warum sie überhaupt erst auf den zivilen Markt kam, denn man hat die Möglichkeit, einzelne Räume auszutauschen, zum Beispiel auch mit der Idris untereinander zu tauschen, weil beide vom gleichen Hersteller sind, sodass man vielleicht noch ein zusätzliches Kartografiemodul oder ähnliches einziehen kann. Aber an sich ist das Schiff auch schon mal sehr fulminant ausgestattet, denn wir haben 4 Decks von der Brücke bis zum untersten Engineering Deck. Wir haben 2 Briefing Rooms dabei. Wir haben Quartiere für die Crew, eine Messehalle. Wir haben Offiziersquartiere nochmal einzeln davon. Arrestzellen sind drin, eine Krankenstation ist drin. Wir haben einen kleinen Nebenhangar, zu dem wir jetzt nicht viel sagen, aber gleich nochmal mehr zu dem großen Haupthangar, den die Javelin nämlich auch schon mit sich bringt. Und was wir auch noch haben, ist in der Brücke auch ein vollwertiges Kommunikationsinterface der Flottenklasse mit 3D-Radar. Was immer das heißt. Ja. Wird wahrscheinlich in der Strategie und Taktik eine große Rolle spielen. Bei dem Main-Hangar ist es so, dass wir hier tatsächlich eine Dima reinkriegen, was ja ein sehr, sehr großes Dropship ist. Mhm. Und da wird man dann, wie heutzutage schon bei Zerstörern, wirklich dann Truppen absetzen können. Die haben ja ihre Hubschrauber dabei. Und ich denke mal, dass dieses Schiff eine große Rolle spielen wird. Gerade Truppen absetzen oder Leute retten oder Boarding. Alles das macht dann ein bisschen das Schiff flexibler. Ja, dazu aber einen eigenen Jägerschirm wird sie also nicht mitbringen können. Das heißt, ein wirklicher Hangar, der sich eben versenkt mit oder für einen Senkrechtstart da sehr sinnvoll genutzt werden kann, eben in dieser Größe, wird noch keine Jägerstaffel mit sich führen können. Dafür wäre dann eher die Idris da. Nichtsdestotrotz haben wir aber eine große Kampfkraft in der Javelin. Abgesehen natürlich von Großkampfschiffmaßstab, Schilden und Panzerung haben wir 2 Torpedo-Launcher im Großkampfschiffmaßstab und eine ganze Menge noch Geschütze drumherum, die ebenfalls bemannt werden wollen. Die auch explizit im Großkampfschiffmaßstab aufgeführt werden. Ich denke mal, das ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer im Vergleich jetzt zu der Polaris-Korvettenbewaffnung. Ja, das denke ich auch. Da kommen wir jetzt auch direkt schon mal zu den Rollen des Schiffes. Man kann sagen, ganz klares Kriegsschiff. Man kann sagen, Dominanz im Sektor, Show of Power ist vielleicht so ein Stichwort, den man heutzutage benutzen kann. Und da denkt man auch gleich an eine strategische Rolle. Man verhindert vielleicht sogar eine Schlacht, weil man einfach so viel Stärke zeigt, dass sich keiner traut anzugreifen. Genau. Oder man dominiert den Raum so, dass man Handelsverkehr blockieren kann. Mhm. Also er hat durchaus eine strategische, eine taktische und eine diplomatische Rolle. Ja, absolut. Nach dem Motto, hier ist meine Javelin, ich habe den längsten, überleg dir das nochmal. Ja, das könnte man sich gut vorstellen bei diesem wunderbaren Schiff. Allerdings muss man sich überlegen, dass so ein Kriegsschiff naturgemäß eine ganze Menge kosten wird. Das bedeutet, heutzutage sind Kriegsschiffe wirklich nicht auf ihre Kosteneffizienz gebaut. Und wir sind sehr gespannt, ob es dann tatsächlich auch wirklich NPC-Missionen bei Star Citizen gibt, wo es heißt, kreuze dort mit deiner Javelin auf, du wirst gut genug bezahlt, als dass du wirklich den Gewinn mit rausfahren kannst aus dieser Aktion, denn ansonsten würde es sehr teuer werden. Ich glaube auch so, die Kosteneffektivitätsfrage würde keiner bei einem Kriegsschiff stellen. Nein. Da werden wir die Orga brauchen, die das Ganze unterstützt. Genau. Ich würde jetzt nochmal zusammenfassen, so die einzelnen Rollen. Mhm. Wir haben einmal die Polaris, die in der Vorhut agiert, die Hit and Run Manöver fliegen kann, die quasi Feinde aufklärt, Feinde verfolgt, ganz vorne den ersten Schirm, das Scouting vielleicht sogar übernehmen kann in der Flotte. Dann haben wir die Idris, die ein Jägerschild zur Verfügung stellen kann, die aufklären kann, die Leute bergen kann, die reparieren kann, was als Versorgungs-, als Supportschiff die Flotte an den Flanken schützt. Und in der im Zentrum des Ganzen die große Javelin, die mit ihren Kommunikationsmöglichkeiten alle Radarergebnisse sammelt, auswertet, Befehle gibt und dann im entscheidenden Moment die Hauptkampflast trägt. In diesem Sinne hoffen wir, ihr hattet Spaß an diesem Showcase, habt ein paar neue Sachen erfahren und abonniert den Channel natürlich, wenn ihr bei Star Citizen aktuell und up-to-date bleiben wollt. Liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Schreibt uns jede Menge Kommentare rein, wie ihr die Rollen empfindet, ob wir was vergessen haben oder ob euch auch was anderes aufgefallen ist daran. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator auf Patreon unterstützen wollt, dann geht doch da mal hin. Das würde uns sehr freuen. Vielleicht findet ihr was, was euch interessiert. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Verabschieden sich Wiesen und Sawyer mit einem gemeinsamen See you on the Flight Deck!
Läuft. Läuft.